3, 2, 1. Moin Moin und hallo zurück bei dem Brainborn-Ton. Für mich ist es schon ein Weilchen her, dass man hier gespielt hat. Aber jetzt machen wir weiter mit ohne Brille, falls es euch auffällt. Deswegen nicht wundern, wenn ich ab und zu mal so gucke. So, weil ich habe Kontakt mit drin, seit das ist neu, wenn ich unterwegs bin. Deswegen nicht wundern, wenn ich ab und zu mal ein wenig bescheuert schaue. Das liegt ganz einfach daran. Ja gut, wir machen weiter den Aufnahme wieder aufnehmen. Ja, wollen wir das Review Backflash nochmal. Previously during the investigation. F.K. in the coffin. I knew I could count on. Never fails. Ah, the perpetrator. Bit off Anna's tongue. Jackpot, Zack. A shame, but our old-time all-American sightseeing tour just came to an end. When purple fog covers our town, we'll all wander in hell, I fret. So says Mr. Stewart. No. Well, there's an old story. Folklore. It's a fairy tale, to me. Something about a killer in a raincoat who appears on rainy nights. She had a red dress on. She was a goddess. It's starting to rain. I think this case may take a while. Wir waren, glaube ich, auch aus dem Sägewerk raus, oder? Wir haben uns ja noch in Feinstern geworfen. Stimmt. Stimmt ja. So, da hinten ist der Kollege, wie hieß er nochmal? Du weißt schon, Cason, genau. Der Cason und Polly hatte eine Aufgabe für uns, die wir nicht annehmen, weil Nebenaufgaben sind ja für den Arsch, wie ich euch schon erzählt habe. Ins Menü. Karte. Ach ja, gut, jetzt haben wir bloß die Karte. Kaffee, Fragezeichen. Gut, wir gehen raus. Einfach nur zum Präsidium. Ach, ich lasse mich ganz schön gehen. Hier rasiert. Good morning, Agent Morgan. Did you sleep well? Morning, George. Dreamland was quite nice. You do look well rested. Oh, I was up practically all night doing paperwork. Thomas helped me out so I was able to go home and get some sleep, but not enough. Diane got back into town late last night. We should give her a visit. Which means going to the art gallery, correct? She lives and works in the office there, so it's the only place to find her. The gallery is open from 10 to 1700. Time for some art appreciation. A cultural activity in such a small countryside town. Amazing, Zach. Amazing, Zach. Amazing. Gut. Dann. Ja, könnten wir. The gallery is called Muses Gallery. The Muses were the nine daughters of the goddess of memory in Greek mythology. It's just like Diane to name it that way. Is she that intelligent a woman? Maybe. You'll see for yourself soon enough. Did you see how Emily reacted, Simon? I sense that this Diane is not popular with everyone. I can't wait to meet her. The gallery is on the north side of town. Take the road along the lake and get north. Is that some cobra's story? If you're wandering, Agent York. Emily, Mr. FBI agent, made it here all by himself. George, Emily, sorry to keep you waiting. I'm going to talk to Diane alone. You two just wait out here. What the hell are you saying? I know, it's very rude of me. I know. But also very important. I always make sure that I meet with the important ones, one-on-one.
Otherwise, it's difficult to sense the subtle reactions of the suspect. This is just how I do things, and I'd appreciate your understanding. But go on, then. You're not going to listen to us anyway, are you? You're starting to understand me, George. Well then, Zach, let's go and meet the Lady Diana. Meistens ist es ja nicht so prickelnd, wenn wir irgendwo allein reingehen. Hello? Hello? No reply. Let's take a look around then, Zach. Machen wir das mal. Zum Glück auch ein schönes türkises Hemd drunter gezogen. Das beißt sich zum Glück auch gar nicht. Was haben wir denn hier Schönes? Da können wir speichern. Das machen wir gleich mal. Vielleicht geht der Bug weg. So, wo geht's hier lang? Irgendwo zwei Tür zu. Puh, hier der Baum, ne? Der Baum. Sieht verdächtig aus wie der Baum, wo schon mal jemand gestorben ist. Ich möchte ja nichts sagen. Mindestens 5 Meter hoch. Sehr groß für ein Kunstwerk. Spitze Äste, scharfe Blätter. Erzählt von gutem Geschmack und mit einem so tollen und spitzen Werk zu begrüßen. Nicht wahr, Zack? Ja. Ja. Sie ist freudig erregt über dieses Bild. So wie es klingt. Hello, Olivia. Do you like art? Yes. Yes, I do. Well, I mean... I like trees. Trees. Okay. Ah, but I see because these are all tree paintings. Do you come here often, then? No. Just sometimes. I'm sorry, I really need to get back to the diner. Zach, she was lying about something. She said trees, not paintings of trees. She doesn't need to come here to see trees. There's tons of trees outside. Tonnen von Bäumen. Na, so ein Zufall. Komm, wir gucken uns mal ein schicke Bäumchen an. Bäumchengemälde an. Bäume im Zwielicht. Ein schönes Bild mit 6 Bäumen im Licht eine Sonne und der Gans. Das ist ein schönes. Olivias Notiz. A. Baum bei Sonnenuntergang. B. Rote Blätter. C. Tanzen rote Schmetterlinge. Passt für das Bezug. Anzahl rote Bäume aus dem Sonderausstellungsraum. Olivia muss diese Notiz verloren haben. Zack, kannst du etwas damit anfangen? Nein, noch nicht at the moment. Ist doch die eigentlich schon Schlüssel zur Galerie? Na, kommen wir rein? Nein. Sie darf raus, aber wir dürfen nicht rein. Da hinten können wir lang, das haben wir schon gesehen. Observieren, ein Waldgemälde, schön gemalt und sehr beruhigend. Ein herrliches Bild, oder Zack? Na, geht so. Fallen nur Bäume. Bäume, Bäume, Bäume. Wahnsinnig spannende Galerie. Noch mehr Bäume. Und nichts. Was uns helfen könnte... Nur für den Fall der Fälle. Was? Abgeschlossen? Gott sei Dank haben wir ja gerade einen Schlüssel drin. So ein Zufall. Tada! Und prompt hört es auf zu regnen. Da müssen wir hin, also gehen wir erstmal da lang. Weil da hinten Diane ist. Diane, die gute... Mit der langen Liane, denn Diane ist ein Transvestit. Nein. Na, vielleicht doch, man weiß es nicht. Was haben wir hier Schönes? Nee, aber nicht mit der guten MP. Wenn wir ein bisschen in der Galerie umbauen.
Lichtsatz gebraucht. Ach, hier haben wir nicht. Wo ist denn Nachladen nochmal? B, wie es auch unten steht. Gut, hier war nichts. Kunstdieb. Hier hing ein Bild. Auf dem Schild steht Tanz roter Schmetterlinge auf. Aber das Bild selbst ist nirgends zu sehen. Wieder solche Dinger. Können wir hier durchschließen? Durch das Fenster sehe ich eine Tür mit Voreingeschloss. Ich könnte das Schloss wegschließen. Dann machen wir doch. Eingezielter Schuss? Was haben wir denn da? Oh, er kann natürlich nicht einfach so runtergehen. Da muss man natürlich auswählen, dass er runterspringt. Was? Ich denke immer, der Sound buggt wiederum, weil auf einmal der Regen weg ist. Aber das ist jetzt die Tür, die wir gerade freigeschossen haben. Ist die? Ja. Das Mädchen im Wald. This. Call this a painting? A bit primitive, with poor composition. Hardly the work of a master. But strangely, though, it powerfully exudes a soft, warm feeling. On the back it says, Guardian of the Art Gallery, in fresh strokes. So someone added that recently. Guardian of the Art Gallery. Wouldn't that be Diane? And why is this painting here? Mädchen im Wald. Komm, was soll's? So, bloß noch irgendwelche Püppen. Ey, Puppe! Wie es aussieht, brauchen wir noch eine Schlüsselkarte. Deswegen gehen wir erstmal in den Keller. Den Keller. Weil diese kleinen Kisten, wo dann sowieso nichts drin ist. Aufzug, so wie es aussieht. Ein Ausschalter. Ein Lager mit Kleid oder mal die Hülle zum Lager der Gemälde. Natürlich ist das zufällig das Fehlende, oder? Was? Nein. Observieren. Tanzroter Schmetterlinge. Ein Baum mit roten Schmetterlingen. Sieht fast so aus, als würde es brennen. Das ist doch das, was da oben fehlt. Warum nimmt das nicht mit? Geräuchert Lachs im Gemäldelager, natürlich. Das ist bestimmt noch genießbar. Nix. Was sind das für Lagerschränke? Was macht das? Das macht doch gar keinen Sinn. Oder werden die dadurch irgendwie konserviert, die Bilder? Dass sie nicht verbleichen oder so. Putzig. P.Utzig. So, und hier kommen wir aber noch nicht lang, oder? 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 Ja, es war falsch. Dafür nochmal einen Blick auf diese komische Notiz. A, Baum, B, 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 B.